Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. So, hi und willkommen bei Game Circus. Komm bei Game Circus. Und bei Ocarina of Time. Und wir spielen Ocarina of Time. Yeah, und Pat ist vielleicht schon excited, aber er kann auf keinen Fall so aufgeregt wie ich, denn ganz ehrlich, abgesehen von auf Super Nintendo, A Link of, to the Past, habe ich einfach noch kein Zelda wirklich gezockt. Ich habe den Anfang von Ocarina of Time, aber ansonsten habe ich, und natürlich Breath of the Wild, habe ich überhaupt, fehlen mir einfach Zelda-mäßig extrem viel. Und die holen wir alle auf. Ja, er hat eben gemeint, wir schließen meine Bildungslücken. Und da bin ich schon gespannt drauf. Tun wir. Keine Angst. Bin ich das Blöde. Ja. Und ich bin unter anderem noch aufgeregt, weil A Link to the Past genial war. Und ich habe mit einem Kumpel Breath of the Wild gezockt. Und nach 10, 20, also mit Lady Yusuf. Und nach 10 und 20 Stunden habe ich schon gemeint, Alter, wenn das nicht Spiel des Jahres wird, was bitte dann? Und deshalb, damals gab es diese Titel, glaube ich, noch gar nicht so, ne? Aber ich glaube, Ocarina of Time hätte auch das Potenzial gehabt, ne? Oh, unbedingt. Ja, Ocarina of Time ist einer der ersten. Nee, es ist der erste Zelda-Titel, den ich hier durchgespielt habe. Aber echt? Nicht der erste, den ich gespielt habe. Ich habe den ersten gespielt damals bei Tante Inge auf dem Dachboden. Da haben wir A Link to the Past gespielt. Aber ja, genau. Den hast du nicht durchgespielt? Nee, ich hatte zu viel Angst. Ich habe immer bis zur Schattenwelt habe ich es geschafft. Krass. Und ab der Schattenwelt habe ich den ersten Tempel habe ich immer noch geschafft und dann hatte ich doch zu viel Angst. Jedenfalls, hier sind wir bei der Charakterauswahl. Ich habe keine Ahnung, wer Giovanni ist. Söll. Aber irgendwie geht richtig ab hier mit allem. Also, du hast es doch gekauft, gebraucht, oder? Wahrscheinlich war dem sein Speicherstand eh. Nein, das ist halt... Nee, Quatsch. Ja, Quatsch. Nee, ich hab ne mega coole Geschichte zu dem, wie ich an dieses Spiel gekommen bin, übrigens. Aber vorher noch einen lustigen Namen. Okay. Wie heißen die da diesmal? Warte. Wie wär's mit dem guten alten Exogerd? Das wäre ein Vorschlag. Ich mach mal was rein. Und, Jetzt bin ich gespannt. Was? Screwdriver. Okay, Screwdriver. You saved Hyrule. Hey, was hast du vor, Mann? Ach, keine Ahnung. Das ist sehr interessant für euch, hoffe ich. Jetzt. Du musst mitlesen. Smuftel. Yay, Smuftel. Okay. Okay, ich lasse dich spielen. Oh ja, bitte lass mich anfangen. Du hast ja schon mehr Erfahrung. Das klang gerade ganz anders. Was? Nix. Ja, wieso? Als würden wir gleich rummachen. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Deku-Baum über die Kinder des Waldes. Also über die Elben. Hier gibt's keine Elben. Ja, ich weiß. Jedem der Kokiri erscheint der Wächter eine Fee. Schenkt jedem der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützten sie jene reinen Herzens. Abam! Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Verrückt, hm? Kommt direkt aus. Oh, krass. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Ah ja, ich habe damals mein erstes Spiel, Computerspiel, das ich krass Angst hatte, war Diablo 2. Das habe ich so im vierten Akt, wo man dann auf den Diablo und seine Festung, da hatte ich echt auch Muffensausen, muss ich. Und ein Wort, wo ich schon lange nicht mehr benutzt habe, Muffensausen. Das benutzt auch keiner. Doch. Ja, du. Wow, Zelda wird. Yeah. Ja, das fand ich damals aber auch schon ziemlich gruselig, ziemlich muss ich sagen. Abgefahrene Nase. Ja, ist unglaublich. Die Grafik, Mann. Die aufgemalten Gesichter, das ist einfach super. Navi! Liebe Mister!
musst deine Gase aus deinem Körper entfleuchen lassen. Auch. Oh. Oh Mann, ich... Das Navi, die... kennst du Navi schon, Holde übrigens? Fee, höre die Worte des Dekubaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen... Die roten Sachen musst du immer extrem laut vorlesen, weil die sind wichtig. Ja, ich muss immer schreien. Die sind sehr wichtig. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi! Geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Das ist auch sowas, was ich... Das ist speziell bei RPGs mag. Das, du musst doch was lesen. Das hat noch so richtig Story. Ja, ja, flieg, Navi, flieg. Stimmt. Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Navi, Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Flieg! Flieg und sieg! Wow. Also, kennst du Navi? Die Fee? Ne? Ja, kennst du die? Die kommt auch in anderen Zelda-Teilen vor, ne? Ja, nicht Navi. Okay, also ich Navi weiß, ist schon ein sehr spezieller Charakter. Okay, nee, dann kennst du natürlich nicht. Die Ocarina, Ocarina of Zeit gespielt haben, werden wissen, was ich meine. Ja. Merkt ihr schon mal zwei Worte, die sie extrem oft sagen wird. Also ich sag's jetzt nicht, weil du das... Hey? Ja. Ja, meint ja. Ja, hey. Hey, ja, hey ist schon mal richtig, genau. Und das andere wirst du noch sehr oft, sehr, sehr oft hören. Wahrscheinlich öfter als alle anderen Geräusche, die es einfach in dem Spiegel. Da ist ein junger Mann. Was soll ich nur mit ihm machen? Ich könnte ihn belästigen. Hallo? Smuftel, wach auf. Smuftel. Der Dekobaum. Ich denke, man muss Achso, ja. Schreien. Der Dekobaum hat dich zu uns gerufen. Smuftel, wach auf. Hallo? Los! Komm schon! Sollte die Zukunft für Hyrule wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Aufwache! Jetzt kein Schlaf! Wake up! Er schläft in seinen Tagesklamotten. Da ist er gleich bereit fürs Abenteuer. Der ist sofort bereit fürs Abenteuer. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi! Ich bin Navi! Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten! Schön, dich kennenzulernen. Du schreist nicht richtig. Ja, ich richtig weiß, schreien. Aber... Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Aber alles andere... Man wundert sich auch überhaupt nicht. Hey, da fliegt irgendwas in mein Zimmer rum. Oh, kein Problem. Ah, doch, doch, doch. Warum hat er eigentlich jetzt... Warum hat er jetzt erst eine Fee? Okay, hier kann ich nicht wirklich... Was machen, ne? Sascha, warum hat er jetzt erst eine Fee? Ich weiß nicht. Ich dachte, jedes Kukuri hat ein Kind, hat eine Fee. Hat eine Fee. Was ist denn mit meiner Sprache los? Das hieß doch aber der Junge ohne Fee. Also muss ja irgendwas Besonderes sein, warum er keine hatte und jetzt dann doch auf einmal doch eine hat. Ah, ich liebe dich. Guten Morgen, Smurf. Gutes Salia. Saria, meine ich. Saria? Mhm. Ist ja witzig. Nee. Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der heißt Samra. Das finde ich einen sehr coolen Namen, muss ich sagen. Sandra. Samra. Ja? Ne? Sandra ist ein ganz normaler Name. Samra. Samra. S-A-M-R-A. Samra. Samra da Mera. Was? Kämpft? Direkt? Na, kannst du nicht kämpfen. Jetzt musst du mit dir reden. Red doch mit der Süßen. Ja, aber das taucht halt immer kämpfen auf hier. Bist du so hübsch. Ja, ganz ruhig. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee. Smuftel. Das ist cool. Ich freu mich. Okay, einer von uns, wer liest wen? Weiß nicht, es kommt immer drauf an. Link liest ja nicht, redet ja nicht. Nun, ach du bist so, ein okay. Lara Kuchen, ja. Smuftel. Quatsch, ja. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst. Das macht er in keinem Teil, gell? Nee. Da redet man.
Vielleicht taubst du. Es ist eine große Ehre, vor dem Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde auf dich warten. Genau hier. Geh nun, denn der Dekobaum wartet auf dich und hat dich gerufen und so. Lauf jetzt los! Und so. ich liebe die Musik. Gibt's hier, okay, ja. Ich wollte gerade fragen, gibt es einen Hinweis, wo der Baum ist, aber ja. Der Karte ist nicht so schwer ersichtlich. Navi, schnell. Station. Boah. Gut gemacht. Ja, muss mal alles ausprobieren. Hier mit einer Hand schwimmen. Gibt es eine Möglichkeit, die Kamera zu bewegen? Ja, mit Set. Okay, im Osten ist das okay. Noch bist du froh über. Jetzt hätte ich da unten. Ja. Ja. Genau, also du kannst immer die Kamera dahin bewegen, wo dein Kopf gerade hinguckt. Ach, er kann auch rausklettern. Okay, cool. Genau. Hoppala. Man kann einfach nicht selber springen. Das macht er automatisch. Okay, ich muss mit ihm reden. Hey, du... Echt, der springt automatisch. Okay, fehlloser Versager. Was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast deine Fee... Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Ich kann echt nicht so schreien wie du. Ich merke schon. Vor allem, wenn in der... Das sind jahrelange Scream-Erfahrung auf der Bühne. Ja, nicht nur das. Ich habe eher so die Hemmung, wenn hier noch Leute schlafen. Hier schläft ja niemand mehr. Ja, aber... Ja, hier im Haus wohnen ja noch andere Leute. Ja, egal. Obwohl, ja gut, mit Stockwerk und egal. Lass alle schlafen. Willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Shield. Was? Das stimmt, ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Eben. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Ja. Herr Schwinder! Also ist nicht so, dass ich den schreien kann, mir ist irgendwie ein bisschen... Das kannst du noch üben, ich helfe dir. Unangenehm. Nein, das ist schön. Man muss auch mal schreien können. Dabei will ich später mal meine Kinder so erziehen. Haha! Mit Geschrei. Ja, mit Geschrei, genau. Okay, erste Quest, finde ein Schwert, finde ein Schild. Einen Schild. Das habe ich noch nie verstanden. Verstunden? Verstunken. Ach so, erstmal noch, was für ein Arsch Mido eigentlich ist. Das ist wirklich arrogant. Ich wollte gerade sagen, dass ich irgendwas noch nie verstanden habe, aber ich habe voll vergessen, was. Ja, und wo sollen die hin verschwinden? Cash? Wo soll was hin verschwinden? Die Steine. Also man muss einfach nur rumschmeißen. Ja? Ich helfe ihm jetzt, weil der Mido so eine Arschgeige ist. Und er ja gesagt hat, er muss die Steine verschwinden genau. lassen. Hilf ihm einfach mal. Aber jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, es heißt ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Schild auf der Straße, oder das Schild, was du gerade eben gesehen hast, heißt ja das Schild. Ja. Aber bei das kann man auch das sagen. Das geht immer. Genau. Das geht auf jeden Fall. Aber es heißt, wenn du nachher ein Schild gefunden hast, dann heißt es der Schild. Mhm. Und damit kam ich nie zurecht. Bin immer da stand, los, besorg dir einen Schild. Weil für mich war immer ein Schild, weil das Schild. Ich habe nie verstanden, warum es bis heute ist es irgendwie komisch für mich, wenn jemand sagt, einen Schild. Aber nutze einen das Schild zur Verteidigung. Nein, nutze den Schild. Ja, aber du kannst doch das Schild sagen. Ich glaube, das ist nicht falsch. Nein, ja, nee, das Schild... bedeutet Schild im Sinne von Autobahnschild. Aber nicht Schild im Sinne von Schutzschild. Den Schutzschild heißt es. Ja, das nicht stimmt, das Schutzschild. Ja, hast recht, ja. Das eben. Ja. Verdammt nochmal. Ja, mach ich doch. Ich hab doch alle weggeräumt. Ich dachte, du bezahlst mich jetzt in Naturalien. Nope. Kann ich die öffnen? Ja, kannst du. Kann ich die Töpfe hochheben? Nein, die kannst du nicht hochheben. Die sehen besonders aus, die Töpfe, die du hochheben kannst. Und du kannst, wenn du
wenn du das C oben drückst, also C sind die gelben Buttons, das sind die C-Buttons. Ja, ja, wenn du C oben drückst jetzt, drück mal C oben. Genau, dann kannst du die Sicht ändern. Ah, cool. Good to know. Ich glaube, es heißt well to know. Genau. Goodly to know. Goodly to know. Ein Herz. Aber das ist ja jetzt natürlich verschwendet, ne? Ja, so wie auch das jetzt. Ah, ne. 5 Rubine. Endlich bin ich liquide. Also du weißt ja, dass die Einheit Rubine in Hyrule sind, ne? Ich habe immer noch Hyrule im Kopf. Als ich kleiner war, habe ich immer Hyrule gelesen. Deswegen habe ich in meinem Kopf immer noch Hyrule. Noch klein und dumm. Aber wenigstens habe ich nicht Zelda gesagt. Mehr rennen. Zelda! Mehr rennen kann ich nicht, ne? Wieso? Nee. Aber du kannst, wenn du jetzt auf Kämpfen drückst. Genau, dann kannst du rollen. Okay, soll ich den Tipp geben, wie es weitergeht? Oder? Ich wäre jetzt zu Ballerama reingegangen und hätte mal nach dem Zeug gesucht, was wir brauchen. Alright. Und wenn, dann muss ich halt rauslaufen, erst in die Gegend, um da zu gucken. Na gut, das kann ich. Das bringt mir nichts. Okay. Der bringt dir nichts, der. Er hat Salia erzählt, dass das für sie. Salia und du, ihr seid doch echt gute Freunde. Hm? Hilfst du mir bei meiner kleinen Arbeit? Du darfst auch alles anfassen. Behalten. Was? Kriegst du nicht raus. Brauchst du Schwert. Schwert plus 1. Wo bist du? Nein, Schwert minus 1 bis jetzt. Die Töpfe kann man hochheben, ne? Ja, die sind hochhebbar. Oder hochhebable. High-hebable. Meine Schwester hat einige Rubine gesammelt, genommen und ist zum Kokerie-Laden gegangen, um dann einzukaufen. Apropos Rubine, jetzt größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Ich dachte, je größer deine Börse ist, desto mehr Chicas. Das wäre richtig hässlich. Je größer deine Börse ist, desto mehr Mösen. Gut. Ah, du hast das Prinzip verstanden. So. Ja, es war nicht ganz so kompliziert. Ich glaube, es ist Zeit für nächstes Mal bei Game Circus. Dann 13, 14. Ich habe es ja nicht selber gehabt, ich habe es ja ausgeliehen gehabt. Mit 13, 14? Naja, ich... Ach krass, dann, ja, mit 48 dem, Jahre her. Mit dem Alter habe ich es auch gespielt damals. Ja. Das ist ja... Du bist ja verrückt. Das macht das ja praktisch. Zelda-Brüder.